SAP EuroDrive steht für ein globales Unternehmen. Wir sind Zulieferer für alle Dinge, die sich bewegen. Die SAP EuroDrive besteht aus in Summe 19 Fertigungswerke, unterstützt mit 85 Drive Technology Centern in 58 Ländern mit beachtlichen 19.000 Mitarbeitern weltweit. Eine hochflexible, hochdynamische Fabrik zu gestalten, ist eine neue Vision. Umgesetzt haben wird mit Firma Gebhardt Fördertechnik ein stetig Fördertechnik-Lager. Das ist ein fünfgassiges Multilevel-Shuttle-System über 6 Ebenen hoch. In Summe haben wir einen Ausbau von 30 auf 60 Meter im gesamten Lagerkubus. Ergänzt durch ein Großladungsträger-Lager, heißt, wir haben 30% mehr Lagerfläche durch ein Shuttle-System. Wir haben dadurch natürlich klar, dynamische Reaktionszeiten, können Bereiche, die hochfrequentiert sind, schnell bedienen. Wir haben eine intelligente Verbindung von unserem Transportsystem gemeinsam mit diesem Shuttle-Lager. Im Wareneingang sehen wir 6 Arbeitsplätze, worüber über Paketbänder im Außenbereich die kleinen Pakete angeliefert werden. Im Bereich der Großladungsträger haben wir ebenfalls 200 bis 300 Großladungsträger täglich in der Anlieferung. Nachdem das Produkt im Behälter eingebucht wurde, wird dieser der Behälterfördertechnik zugeführt. Ladungsträger, die an der Konturenkontrolle mit einem Fehler behaftet werden, werden ausgeschleust zum NIO-Platz. Das ist ein Nicht-in-Ordnung-Platz, wo der Werker den Fehler analysieren kann und bei Behebung wieder erneut im Lager zuführen kann. Der Behälter gelangt über die Fördertechnikabschnitte hin über den AKL-Loop bis hin über die Heber letztendlich ins Fach. Die Shuttles sorgen dafür, dass wir die Behälter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Auslagerstich vorhalten können und somit kürzeste Materialflusswege auf der Fördertechnik erzielen. Wird ein Produkt für den Kommissionierbereich angefordert, wird somit auch die Auslagerung des Behälters aus dem jeweiligen Lagerbereich angestoßen. In der Kommissionierung angelangt, wird der Behälter vom Werker kommissioniert und das Produkt auf mobile Assistenten von SAP EuroDrive aufgelegt. Das automatische Palettenlager erstreckt sich in Summe auf 10.000 Palettenstellplätze. Über 5 Ein- und Auslagerheber können die Shuttle-Systeme, Paletten, Ein- und Auslagerungen absetzen und diese auf die Übergabestation im T-Tunnel-Bereich an unsere mobilen Logistikassistenten übergeben. Der größte Benefit des automatischen Palettenlagers liegt in der Shuttle-Technik von Gebhardt. Je nach Auftragslast verteilen sich die insgesamt 32 Level-Shuttles auf den einzelnen Ebenen und können die Auftragslast immer schnell genug abarbeiten. Wir als Antriebstechnikhersteller haben uns bewusst für die Firma Gebhardt entschieden, um dort ein Win-Win-Prinzip zu machen. Wir haben jetzt einen Partner, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Die neue Realisierung, gerade bei diesem One-Level-Pallet-System in Kombination mit unserer Fördertechnik, ist einfach derzeit das Beste.